So, hi Leute. Es ist jetzt circa 2:30 Uhr in der Nacht und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Berlin. Ich werde jetzt gerade abgeholt und ja, ein paar Grad über Null, verdammt arschkalt. Und ja, mal gucken, was kommt. So, auf zum Zug. So, einmal quer über die Schienenlatsch. Ja. Wenn es soweit ist, habe ich es mit drauf. Es war alles sehr dunkel, aber man hätte ja auch zum Bahnhof gehen können. Nein, muss ja vor den Zug einsteigen. So Leute, wir haben jetzt 3:50 Uhr, nee, 3:40 Uhr, 3:29 Uhr genau. Und gleich fährt der Zug erstmal den Hauptbahnhof an. Und dann könnte man theoretisch regulär einsteigen. So, willkommen in Ostdeutschland. Einmal umsteigen. Geht jetzt an 82 Kilo. Schönen Gruß. Von Bastard und mir. Wir müssen leider noch bis abends warten, bis wir dran sind. Es ist Mitternacht. Der Einzige, der früher kann, ist er hier. Ja. Und er. Es geht heute nach Schönheit. Ja. Deswegen sind wir die Letzten. Ja. Und du der Allerletzte. Sehe ich, dass er dann noch läuft. Ach so, wenn er blinkt. Türkei, please. Schnellerhöhe 9, bitte. Schnellerhöhe 9, bitte. Marc Blumenrad aus Deutschland, 160 Kilo auf der Hantel, Stand der Höhe 9. Jawohl, guter Versuch für Marc Blumenrad, damit ist ein Wettkampf. Wir lassen das Gewicht bei 160, gehen auf Stellerhöhe durch die Kategorie. 12 Atlas fighting for the medals. We have the second round. Zweite Versuche. Wir sehen Marc Blumenrad aus Deutschland bei 167,5 Kilogramm. Dieser Versuch gültig für Marc Blumenrad. 170, bitte, Ständerhöhe 7. 170, Ständerhöhe 7. Bartosz Moczarski aus Polen, der nächste. Kilogramm Marc Blumenrad aus Deutschland. 172,5 von Marc Blumenrad, Germany. Reisefahne gültig für Marc Blumenrad. Drei gute Versuche und 172,5 Kilo in der Wertung fähig.
177,5 bitte. Hab's im Sack. Genau. Kurzen Fit machen.